Heute lassen wir Papierflüger steigen. Aber irgendwie ist das ja noch nicht ganz das Wahre und wir erfüllen uns einen Bubentraum und statten das Flügerli mit Motörli und Bluetooth-Smartphone-Steuerung aus. Dazu gibt es einen Bausatz, den schauen wir jetzt gerade an. PowerUp 3.0 heisst der Bausatz, gibt ihn für 59 Franken bei Brack. Was man hier bekommt, ist der Rumpf mit der Technik und dem Propeller. Was noch fehlt, ist der Papierflüger. Den müssen wir uns jetzt zuerst falten. Mitgeliefert werden einige Faltmuster. Man kann aber auch auf der Webseite andere Modelle abladen und selber ausdrucken. Eine genaue Anleitung auch fürs Falten liegt natürlich bei. Und wer es noch einfacher will, geht online die Videos anschauen. Dort sieht man es Schritt für Schritt, wie man falten muss. Jetzt stechen wir die Technik auf und dann gehen wir endlich auf die Wiese fliegen. Die Verbindung mit dem Smartphone ist ganz einfach. Bluetooth einschalten, die Gratis-App starten, hier oben schnell einschalten und schon findet es die Verbindung und man kann anfangen mit den ersten Teststeuerungen. Wir geben mal Gas, der Propeller trillt, wir neigen und sehen, hinten das Ruder steuert. Es braucht drei Voraussetzungen, um erfolgreich zu fliegen. Einerseits sollte man auf einer Wiese anfangen, denn das Teil wird abstürzen und damit es nicht kaputt geht, ist ein weicher Untergrund gut. Das zweite ist Windstille. Papierflüger und Wind vertragen sich nicht gut. Heute haben wir leider ein bisschen Wind, wir müssen also schauen, wie es funktionieren wird. Und das dritte ist auf jeden Fall Geduld. Schnelles Fliegen mit einem Papierflüger und Propeller geht das nicht. Man wird ausprobieren, man wird nachjustieren und ein bisschen üben. Erst dann wird man gut in die Luft gehen können. Dann starten wir mal mit dem ersten Testflug. Geschwindigkeit auf 60% und los geht's! Oh. Also probier es mal. Gestern ist besser geflogen. Unser Fazit vom PowerUp 3.0, es macht wirklich Spass. Allerdings, das Fliegen sollte nicht im Mittelpunkt stehen. Es braucht recht viel Geduld und einfach schon nur mal so eine ganz normale Kurve fliegen ist gar nicht so einfach, vor allem sobald es ein bisschen luftet. Wer gerne bastelt, wer ausprobiert, neue Modelle, ein bisschen austüftelt, der ist mit dem PowerUp richtig gut bedient.